Nepal, ein Land voll atemberaubender Schönheit, geprägt von Kultur, Tradition und den höchsten Bergen der Welt. Doch hinter dieser malerischen Kulisse verbirgt sich ein Alltag, der vor großen menschlichen Herausforderungen steht. Abgeschiedenheit, Armut und mangelnde Infrastruktur machen den Alltag in vielen Regionen Nepals schwierig. Besonders die ländlichen Gebiete sind von grundlegenden Bedürfnissen wie sauberem Wasser, medizinischer Versorgung und Bildung abgeschnitten. Aktuell liegt die Sterblichkeit bei Kindern unter 5 Jahren bei 28 pro 1000 Geburten, rund 7-mal mehr als in Deutschland. Eines der wichtigsten Ziele der Agenda 2030 in Nepal ist es, diese bis auf unter 20 zu senken. Laut WHO-Angaben sind Infektionskrankheiten und erblich bedingte Anomalien die häufigsten Todesursachen für Kinder unter 5 Jahren. Viele davon sind leicht zu verhindern, wenn der Zugang zu einfachen, lebensrettenden Gesundheitsleistungen sichergestellt ist. Unsere Mission bei Back to Life: Wir wollen das Leben der Menschen in Nepal grundlegend verbessern. Deshalb engagieren wir uns seit 2009 in Nepal und erreichen damit über 70.000 Menschen. Unter unserem Leitgedanken Hilfe zur Selbsthilfe werden die Projekte von unserer international ausgezeichneten Gründerin Stella Detjen und ihrem nepalesischen Team sowie einem Team in Deutschland konzipiert und umgesetzt. Unsere Ziele in Nepal: ein verbessertes Schulsystem, bessere medizinische Versorgung, der Zugang zu sauberem Wasser und zu nachhaltiger Energie. Dringende aktuelle Herausforderungen im Bildungssystem von Nepal bestehen darin, mehr Kindern, vor allem Mädchen, die Sekundarschule und das Abitur zu ermöglichen, die Qualität der Schulbildung auf allen Ebenen zu erhöhen, Schulen sicher und kindgerecht zu gestalten, Kapazitäten für frühkindliche Bildung auszuweiten und Kinder vor Kinderehe und Kinderarbeit zu schützen. Viele Frauen und junge Mädchen müssen in Nepal das Haus verlassen, wenn sie bluten. Nächtelang harren sie schutzlos im Wald oder im verdreckten, dunklen Kuhstall aus. Dort müssen sie auch ihre Kinder zur Welt bringen. Seit über 10 Jahren setzt sich Back to Life dafür ein, die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate in Nepal dauerhaft zu senken und den Frauen zu einer würdevollen und sicheren Geburt zu verhelfen. Unser umfassendes Konzept der Geburtshäuser bricht keine bestehenden Traditionen, sondern bietet eine Lösung, die auch kulturell für die Menschen annehmbar ist. An international non-governmental organization called Back to Life has supported health materials to provincial hospital for the establishment of a cardiology department there. Der Zugang zu sauberem Wasser ist für uns von entscheidender Bedeutung. Für unsere Trinkwasserprojekte wählen wir Dörfer aus, die kein funktionierendes Trinkwassersystem haben und daher auf natürliche, ungeschützte Quellen und Oberflächenabfluss zurückgreifen. Viele alte Wassersysteme auf dem Land sind kaputt oder reichen für die Bevölkerung nicht aus. Hier kommen wir zum Einsatz. In Nepal reicht das Stromnetz nicht bis in die abgelegenen ländlichen Gebiete, schon gar nicht bis tief ins Hochgebirge. Traditionell unterhalten die Familien eine offene Feuerstelle in ihren Häusern, um eine Wärme- und Lichtquelle zu haben und Mahlzeiten zuzubereiten. Mit Hilfe von Maßnahmen wie rauchfreien Öfen, Solarlicht oder Biogasanlagen hilft Back to Life bei einer Sicherstellung der Energieversorgung. Wollen auch Sie Nepal unterstützen? Alle Informationen diesbezüglich finden Sie auf www.backtolife.org.